Ist es nicht schön? Wir haben Freitag und ich habe noch ein Booster-Pack. Ich bin gespannt, was ich ziehe. Ich glaube, ich werde nicht so erfolgreich sein, weil ich habe ja bereits schon eine Full Art gezogen aus meinen drei Booster-Packs, die ich habe. Und ich habe bereits auch schon ein Shiny-Pokémon gezogen. Das könnt ihr in den letzten zwei Videos ja nachholen, falls ihr es verpasst habt. Wir beginnen mit einem Lumpy, was ich schon habe. Inchu. Ein Funfee, was ich auch schon habe. Aber es ist sehr cute. Es ist wirklich sehr niedlich. Inchu. Ein Gruff, was ich auch gestern gezogen habe. Also jetzt seht ihr es schon. So ein bisschen Ermüdungserscheinung gibt es schon bei den Booster Packs. Also ihr werdet ziemlich oft halt Common Cards ziehen. Aber wie gesagt, oh, ein total cutes Pikachu. Das hat mir der Greedo schon doppelt getauscht. Obwohl ich finde, seine Stirn ist ein bisschen komisch. Sieht so aus, als hätte es eine Beule. Ist auch, by the way, männliches Pikachu, könnt ihr am Schweif erkennen. Das weibliche Pikachu hat eine Herzform. Während des nächsten Zuges deines Gegners fügt diese Attacke das verteidigende Pokémon 20 Schadenspunkte weniger zu. Während des nächsten Spielzuges. Ja. Ist jetzt nicht so krass, weil dummerweise ist das halt die Heuler-Ability oder die Fähigkeit, also was heißt Fähigkeit, die Heuler-Attacke. Ist doof, dass sie halt keinen Schaden macht. Ja, eine 30er-Attacke für 2 Energy. Hat aber ordentlich KP eigentlich für ein Basemon. Klar, es gibt auch Basemons, die haben irgendwie 80 KP und höher, aber ja, auf jeden Fall süßes Artwork, aber irgendwie regt mich die Beule jetzt ein bisschen auf. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Ist auch irgendwie fröhlich in der Stadt am Rumspringen. Hinten seht ihr noch ein Pokémon Center, auch aus dem Spielen, ne? Karmesin Purpur. Trotzdem irgendwie cutes Artwork, ich mag's. Oh, ein neues Gengar für meine Sammlung, cool. Richtig fieses Artwork. Die Ability ist auch gar nicht so zu verachten. Einmal während deines Spielzuges kannst du das aktive Pokémon gegen ein Pokémon auf deiner Bank austauschen. Also nicht vom Gegner, euer eigenes. Ist vielleicht gut für ein Iron Valiant Deck oder Eisenkrieger, wie es auf Deutsch heißt. Vielleicht auch ein bisschen tricky, um halt irgendwelche Pokémon, die sehr viele Rückzugskosten haben, zurückzuholen. Aber meistens spielt man ja auch mehrere Tauschkarten oder Fluchtseil. Oder kann auch Energy detachen, also Energie vom Pokémon wegnehmen, um das zurückzuziehen. Dennoch, also vielleicht kann man mit der Fähigkeit ein paar Shenanigans machen. Vielleicht aber auch nicht. Ist nicht Reverse Holo, ne? Nein. Ein Kirlia, auch süßes Artwork, schöne Farben. Ja, okay, Füße, also die Beine sehen ein bisschen seltsam aus. Ja. 30 ist halt das Phase One Evo. Ist auch leider nicht das Kirlia mit der Ability, dass ihr Karten ziehen könnt und wenn ihr eine wegschmeißt. Also das wäre natürlich ein richtig, richtig krass gut, wenn sie das Kirlia irgendwie hier in diese Expansion getan haben. Ist aber allerdings auch kein Kirlia aus Karmesin und Purpur oder Paldea Evolved oder. Ja, aus der Reihe ist halt ein älteres Kirlia. Dennoch, cutes Mon. Gibt es auch Shiny Gardevoir, gibt es auch hier in einem Deck zu ziehen. Also EX, ne? Ja, das habe ich auch schon oft. Voltrian, 120 KP, Stage 1. Dieser Attacke fügt dem Pokémon auf der Bank deines Gegners 10 Schadenspunkte für jedes Pokémon in deinem Ablagestapel, dass die Attacke, ja, vereinte Schwingen hat. Ja, ich weiß nicht, ob man. Vielleicht gibt es so ein vereintes Schwingen-Deck, aber ich bin jetzt kein großer Fan von Pokémon, die quasi, ja, diese Ability, also die Fähigkeit haben oder die Attacke haben, um mehr Damage zu dealen. Größe 1,4, Gewicht 38,6 Kilogramm. Ich bin auch kein Fan von dem Vogel-Pokémon, also ist jetzt nicht so cool, leider. Egal, hatte ich auch schon mal. Das ist jetzt Reversed Holo. Ja, den guten Irokex habe ich auch schon oft gesehen. Man munkelt immer noch, wo er drauf liegt. Ist es eine Feuerleiter? Ist es eine Bank? Ist es ein Einkaufswagen? Ist es ein Balkon? Ist es Bank hatte ich schon, oder? Oder nee, ist es auf dem Dach vielleicht? Nee, es ist nicht auf dem Dach. Die Kameraperspektive zeigt es noch rum, egal. Aber wie gesagt, Irokex, nichts Besonderes. Mein Autofokus will heute überhaupt nicht. Der ist irgendwie ein bisschen Trash. Dann kann es jetzt sein, dass wir einen Big Hit ziehen. Wie gesagt, ich glaube es nicht, weil ich jetzt schon Big Hits hatte. Es ist auf jeden Fall ein Feuermon. Ah, kann es ein Shiny sein? Oh, ich habe es gespoilt. Sorry, es ist ein. Oh, ein Fragrunz, Shiny. Cute. Cooles Artwork auf jeden Fall. Es ist Shiny, also pink. Ich hätte lieber ein Ferkuli in Shiny. Aber hey.
ein neues Shiny in meiner Sammlung. Und ein cooles Shiny, weil es halt, wie gesagt, jetzt nicht so eine grüne Farbpalette hat oder so. Ich finde das halt immer cool, wenn die ein bisschen andere Farben haben. Wirf 3 Münzen, dann bist du viel, viel Karten, die du Kopf geworfen hast. Ja, auch die Attacke, wäre sie billiger für einen Energie, wäre das, glaube ich, echt kein schlechtes Mon, so um Karten aus dem Friedhof wieder zu holen. Ist natürlich auch wieder ein Gamble, weil ihr Münzen werfen musst. Und das letzte habe ich euch ja gespoilt, war auf jeden Fall ein Feuermon. Ach, ich habe gar nicht Get Rid of the Energy gemacht. Hallo. Okay. Es ist ein Magbrand. Welches ich auch schon habe. Und ich habe gar nicht meinen Signature-Move gemacht. Ich habe gar nicht die Energie am Anfang weggeworfen. Aber hey, also ich muss sagen, ich habe aus 3 Booster-Packs habe ich eine Full Art, 2 Shinies gezogen. Und auch schöne Shinies. Also es gibt auch Shiny-Versionen von Pokémon, die nicht so cool sind in der Expansion. Habt ja auch alles hier in einem Buch drin quasi. Und ich muss aber sagen, Vergrunds-Shiny kann man machen. Ist cool. Der Shiny-Effekt ist auch schön eigentlich. Ich finde es halt ein bisschen zu schlicht. Also ich finde, der Hintergrund hätte ein bisschen cooler gewählt sein können. Es sind halt echt nur diese Sterne drauf, diese Strahlen. Und es hat auch wieder diese, ja, diese leicht haptische Struktur quasi von dem Effekt. Und dieser Silberrand von der Karte sieht auch ziemlich nice aus. Aber ich bin zufrieden. Und am Montag werde ich auf jeden Fall, Spoiler, werde ich noch weitere Paldea Evolve Packs aufpacken, weil ich habe noch hier dieses Gruff, welches auch shiny ist. Es ist halt jetzt in Gold und da ist wieder ein Sticker drin. Es sind 3-mal Booster Packs drin von der Expansion. Ja, kann man machen, ne? Ein Tablet, Gerät mit dem Duell. Achso, das ist gar nicht. Da eine holographische Promokarte, ein schönes Archivel, aber ja, oder schillerndes Gruff oder schillerndes Moptiff. Ein Sticker ist dabei, 3 Booster-Packs und ein Code für das Online-Pokémon-TCG-Spiel. Aber wie gesagt, also ich kann euch die Expansions immer noch wärmstens empfehlen. Ihr habt ja gesehen, die Pull-Rates sind eigentlich ganz okay. Also 151 war, glaube ich, ein bisschen schlechter bei mir, die Pull-Rate. Und ich hatte auch aus Paradox Rift hatte ich jetzt auch nicht die coolsten Pulls gezogen. Wobei ich sagen muss, ich habe noch eine Top-Trainer-Box von Greedo geschenkt bekommen. Da kommen auf jeden Fall auch noch Paradox Rift Booster unpackaged. Aber ich bin jetzt gerade noch ein bisschen im Paldea Fates-Modus, Schicksale. Ja, wie gesagt, also 3 Booster-Packs, 2-mal ein Shiny dabei und auch noch ein Full-Art. Ich finde, das ist in Ordnung. Ja, was war nochmal meine Full-Art? Ach ja, Spamo. Spamo war meine Full-Art. Und die ganzen Full Arts sind auch Shiny-Pokémon, also haben eine andere Farbe. Wie gesagt, ich will jetzt das Video auch nicht unnötig in Länge strecken. Vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Wochenende und ja, man sieht sich, ne? Bis dahin, ciao.